Hallihallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fun-Projekt Dagger of Cyan Reloaded. Wir sind letztes Mal hier auf der großen Mauer stehen geblieben. Und hier geht's jetzt weiter. Wir genießen die wunderschöne Aussicht. Es ist Hammer. Die Atmosphäre ist klasse. Mega. Ich überlege jetzt gerade, wie das hier weiterging. Ging es hier weiter? Old Chinese Note, written in Old Chinese, hard to date. Qin Shi Huang, our emperor, has died on the battlefield. I shouldn't write this, but I'm glad. When he came here with his army, I saw his cruelty with my own eyes. He was able to condemn someone to death with only a simple gesture of his hand. Did that child deserve to be slaughtered simply for stealing a piece of meat? I can't shake the image from my mind. What did Queen Shi Huang come here for? I don't know, but it is said for, that this should... Gott, mein Englisch. Nach dem Arbeitstag. That this his soldiers who were digging in the catacombs under the wall found that they were looking for. Why have some people renamed Queen Shi Huang the dragon ever since? Who cares? He is dead now. Mhm. Die Shotgun-Ammo. Was heißt das? Brauchen wir sie? Oder finden wir hier womöglich noch die Shotgun? Ich weiß das alles nicht mehr. 3,5 Jahre und man weiß nichts mehr. Das gibt's ja gar nicht. Oder war das hier bloß so ein Secret? Okay, scheint hier nicht weiterzugehen. Alter, ist das mega. So. Hier geht's auch nicht weiter. Es muss hier weitergehen. Wie war denn das? Ich gehe hier durch, aber das mache ich doch nicht nur für ein Secret. Hier wird es nicht runtergehen, oder? Nein. Gut, was frage ich? Ach so, finden wir die Shotgun auch bald und haben sie auf dem Rücken. Genau, okay. Danke der Nachfrage. Also hier ist der letzte Save Point, dann geht's doch hier auch weiter. Ach, nur guck. Ja gut. Was? Ich lebe noch? Ja, okay. Jetzt nicht mehr. Also wird es wohl doch da weitergehen. Dann waren wir doch richtig. Okay. Man muss ja mal fragen. Okay, da ging es auch nicht weiter. Also es geht da schon weiter, aber die Frage ist, wo? Das lädt ja Gott sei Dank relativ schnell. Ich merke gerade, mein PC ist gerade mega am Abkotzen. Ich werde mal ganz kurz hier meine völlig verstaubten Lüfter mal ein bisschen befreien. Oh ja, da ist ordentlich Staub vor. Damit sie ein bisschen kühler laufen und wir ein bisschen mehr Leistung haben. Moment. Ah ja, habe ich doch richtig geguckt.
Au. Lara, wie oft habe ich dich heute schon aufgespießt? Die Schrotflinte ist durchspießt worden. Nein, scheiß an Lara, aber die schöne Schrotflinte. Okay, habe ich mich damals auch so prasselig angestellt? Frage an euch. Wer war damals schon dabei? Habe ich mich so prasselig angestellt? Oh. Oh oh. Oh. Da ist gerade, glaube ich, Gehirn geflogen. Und zwar nicht Laras. Meins natürlich auch nicht. Das vom Kameramann. Wie oft werden wir das wohl noch machen? Kann ich hier runter? Ja. Ah. Left Shift or RB. Ah, so sprintet man. Wow. Foto. Könnte ich dabei sterben? Nein. Ah, so schwimme ich auch schneller. Boah, ist das mega. Warum alternative Waffen? Tiki, no, nu. Gut, ich habe eine Fackel verschwendet, auch nicht schlecht. Schaut das mega aus, Leute. Hammer. So, dann hinein in die Höhle des Tigers. Ja, hier liegt tatsächlich was. Fackeln! Hat wohl jemand seine Fackeln aus Versehen rumliegen lassen? Gut. Ich glaube, mehr als zwei kamen ja auch nicht. Gut, nachher kommen noch ein paar Spinnen und sowas, aber... Ich weiß auch nicht, ob ich hier richtig bin. Scheint mir aussichtslos hier gerade. Gut, dann gehen wir mal woanders hin. Wir wissen ja jetzt, wie man sprintet. Wow.
Aha, geht das hier weiter? Anscheinend nicht. Okay, die Ecken sind auch nur nass. Wo geht's denn hier weiter jetzt? Geht es hier irgendwo weiter? Geht's auch nicht. Ging es überhaupt im Wasser weiter? Das weiß ich eben nicht mehr. Ich habe ja gesagt, ich weiß es alles nicht mehr so ganz. Es ist schwierig. Weil ich weiß noch, wir müssen jetzt irgendwie wieder die Mauer nachher hochklären, aber wie, wo, wann und was? Keine Ahnung. Hier nicht? Vielleicht doch beim Wasserfall. Ich noch ein Medikit. Auch nicht schlecht. Aber weitergehen tut's hier nicht, ne? Tja. Schwierig. Schwierig, schwierig. Denke mal, wir gehen mal hier hoch. Uiuiui. Ah ja. So. Nein! Ein armes Medi! Ich hole dich! Ich rette dich! Wir starten erste Petition! Lara Croft für arme Medikits! Zurückgelassene Medikits! Ein Checkpoint! Ein großes Pedimec! Und noch irgendwas. Was? Johann Burbanks Diary. Oh Gott, ich und Englisch. Wie gesagt, es geht nicht gut. Ich muss es üben, ich weiß das, aber. Gerade als ITler, aber Englisch ist nicht meins. Jedenfalls nicht, was Lesen angeht. Verstehen tue ich's.
Johann Burbanks Explorer, 12. September 1984. Poor Richard, really thought I would share my future fame with him. Undoubtedly, he helped me search for the location of the Dagger of Cian, indeed. I must say he did all the work. But now, the only thing that annoys me is that I'm going around in circles in this massive place. And there's no sign of the Dagger. It is getting on my nerves. Could he have missed me? When I saw him fall into this cave, I had to try not to laugh. Hearing him screaming my name, Joanne, Joanne, was almost entertaining. In any case, falling from a high into a cave is clearly not something that would ever happen to me. Aha. Oh mein Gott. Ich meine, ich glaube, ich brauche davon keinen Screenshot machen. Ich werde genug im Internet finden, aber wow. Ist die Frau gerade im Ernst gegen einen Stein gegengesprungen und gestorben? Ja gut, ist realistisch, ne? Knockout. Ja, sie haben die Def-Animation wirklich ein bisschen überarbeitet. Wo muss ich da hin? Docs, wenn du das siehst, wovon ich nicht ausgehe. Was hältst du davon, wenn du so ein noch so wie im Tomb Raider 2013, wenn du die Edges schon markierst, noch so einen, ja, Survival-Instinkt reinhaust? Das würde schon ein bisschen was beitragen. Oh mein Gott. Diese Liebe zum Detail. I love it. Crystal, warum haut ihr kein Tomb Raider 2 Remake raus? Und wenn ja, ich glaube niemals, dass es so ausschauen könnte. Bin ich hier richtig? Im Ernst? Das war intuitiv irgendwo hingesprungen. Einfach nur, um die Gegend so ein bisschen auszukundschaften. Oh. Hi. Tschüss, Lara. I'm sorry. Na. Au. Das ist ein Red Hole. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Okay, fassen wir mal zusammen. Ihr Modell haben sie auch ein bisschen überarbeitet, finde ich. So gerade so die Haare oder so. Das wirkt alles noch ein bisschen realistischer. Ah ja. Das mit den genauen Sprüngen war ein Anniversary schon ein Problem. Hui. Ah ja. Aber es ist echt geil gemacht. Okay. Mach einen Mund zu, sonst kommt Fliegen rein.
Na gut, dafür wehst du wesentlich schneller. Was? Oder hätte auch immer ein Save Point kommen können. Naja, gut, so viel war es ja nicht. Ich glaube, da habe ich 2017 schon gekotzt. Kann das sein? Save Point? Gibt es für mich nicht. Ach ja. Jetzt war nur die Frage, wo muss ich hin? Ah. Safe State? Eintreten den Scheiß. Will ich das? I need a key. Item needed. Ein Schlüssel. Der Schlüssel muss in das Loch hinein. Passiert da was? Nein. Hier ist eine Leiter. Melissa Twins Diary. Melissa Twins, Student, 5. April 1996. Ist genau 25 Jahre her. Nein, nicht ganz. 5. April haben wir noch nicht. I need to barricade myself. They darted straight at me from the outside. I've had a terrible pain in my shoulder. These last few minutes I hope I bumped into something in a hurry and wasn't bitten by one of those bastards. Now that I have this key, I just have to find its purpose. I should not give a gun far from my group, they will find me, that's for sure. I want to go home. Barricade, barricade everything, better they cannot pass. Ja, wir nehmen dann erstmal ein. Können auch ein großes nehmen. Sie hat einen Schlüssel. Den Guardhouse Key. Okay. Aber das und vieles mehr. Gut, zur Tür können wir noch gehen. Erledigen wir in der nächsten Folge. Und Let's Play with The Dagger of Xian Fun Projekt. Ah! Decke auf Sie, ja, Fun-Projekt. Bis dahin. Ciao. Oh.